Liebe Freunde der großen kleinen Bahn, während wir hier mal wieder ein Video so beginnen, wie wir das vorangehende aufgehört haben. Willkommen zum zweiten Teil des Modultreffens Stürmtal. Ja, eigentlich soll das ein bisschen mehr um Possendorf gehen. Auch auf die Gefahr hin, dass ich jetzt für die Reihe Projekt Possendorf ein bisschen spoilere, aber es gibt, glaube ich, Schlimmeres. Na, hier haben wir den derzeitigen Zustand. Wie gesagt, wir waren ja bisher nur bei der Planung. Gebäude stehen natürlich ersatzweise dort. Na, das war das Bahnhofsgebäude von Obergittersee. Der Lokschuppen ist von Erhagen ein bisschen umgebaut. Ist erstmal ein Provisorium, aber wie wir das so wissen bei Provisorien, der wird doch sicher eine ganze Weile halten. Es wird auf jeden Fall das letzte Gebäude sein, was dann da nochmal angefasst wird. Ja, und dahinter hatten wir jetzt den Hermannschacht. Da hatte ich mich ja im letzten Video schon darüber ausgelassen. Das wäre mal auch eine Idee für eine eigene Serie. Ist allerdings nicht mein Modul, ne? Also es muss man dann da mit dem schlesischen Gebirgsbahner dann, also wie der Herr immer schlecht gelernt sagt, ne, der schlesische Gebirgsbahn Mario, müssen wir dann mal absprechen, ob wir das machen, also eventuell vielleicht sogar auf seinem Kanal. Das müssen wir dann mal schauen, ob wir, ja, also ich weiß auch nicht, inwieweit ich da jetzt bei dem Bau dabei bin. Ich habe hier erstmal so Stücke geschottert und ich glaube auch, wir haben das zusammen gesägt. Also ich weiß das schon gar nicht mehr. Das ist wieder so ein Thema. Na gut, hier kommt dann tatsächlich mal eine Windberg-Lok, die allerdings Epoche 3 ist und hinten ein Epoche 1 Windbergzug am Haken hat, der auch nicht so ganz original ist, weil der Packwagen eigentlich zu lang ist für die Windbergbahn, da dem der Folge auch nicht gefahren ist. Da ist, also ich glaube zumindest, dass der Achsstand hier zu lang ist. Und zwei Länderbahnen, Windberg-Aussichtswagen. Ja, dann kommt ja der nächste Exot durchs Bild gefahren. Das ist eine preußische G2, wenn mich jetzt nicht alles irrt. Ja, also zwei gekuppelte Achsen, eine Schleppachse, das ist also, sagen wir mal, eher was Ungewöhnliches heutzutage. Hier bin ich leider ein bisschen auf den Zoom gekommen beim Handy, man möge mir das verzeihen. Aber ich wollte jetzt die Aufnahme deswegen nicht abbrechen. Also auch ein Länderbahnzug hinten dran. Das ist, glaube ich, eine Aufnahme vom freien Fahren. Das sind auch Wagen, die hier irgendjemand mitgebracht hat. Die haben ja keine Fremokupplung. Also die haben da noch Alternative. Auch das ist eine sächsische Lok. Das ist die spätere 14. Ich bin selber nicht schlecht vorbereitet, wie die auf Sächsisch dann hieß. Die hatten ja immer diese Bezeichnung mit den römischen Ziffern, die sich da so nicht so einfach einprägen. Eine preußische G3, wenn mich jetzt nicht alles irrt, mit dem Kohlezug. Die aber auch irgendwie selber gebaut war. Allerdings die neue Zylinder brach, weil die viel zu breit ist. Die ist also in Possendorf immer mal gestrandet, die konnten wir dann nicht auf irgendwelchen Gleisen einfahren lassen, wo es einen Bahnsteig gab. Hier auch was Interessantes, wenn mich nicht alles irrt, ist es innen drin quasi die 77, E77 von Brava, die mindestens die Front und das Heck ist allerdings von Bayerisch auf Preußisch umgebastelt worden und sie hat neue Radsätze, das war auch so ein bisschen das Problem. Die Radsätze, die waren dann so glatt und das Material jetzt nicht so super geeignet. Die kamen nämlich alleine nicht die Steigung hoch. Also das, also die E94, die hat das jetzt für den ganzen Zug problemlos geschafft, auch mit dieser Lok hier im Schleppteil. Und das war leider, naja, das dafür ist halt ein Testtreffen, ne? Dass dann das auch mal, dann merkt man auch mal, dass was nicht funktioniert. Dann hier das Einfahrsignal in Possendorf, was nicht vorbildgerecht ist, weil dort gab es nie ein Einfahrsignal.
Hier noch eine sächsische 2. Jetzt ist also wie immer bei diesen Treffen in Sturmtal, packen sie dann also alle ihre tollen Loks aus und präsentieren die hier nochmal sächsische 17. Also im Hintergrund ist glaube ich die 12 in Sachsen, Vordergrund nochmal die 14. Hier nochmal einzeln die 17 und die 14 nochmal im Schattenbahnhof. Dann haben wir hier eine T7 von PMT, die ist also hier in einer Sonderausführung schon ausgeliefert worden. Das ist eine Ausführung ohne Beschriftung. Eine sächsische 3, hoffe ich, dass das jetzt richtig ist. Die dann spätere 34, die also nur gerade so in der Epoche 2 noch angekommen ist. Die preußische G2 und eine sächsische 5T mit vielen gedruckten Teilen und neuen Radsätzen, also auch ein neues Gehäuse. Ein sächsischer Personenwagen, auch gedruckt, ist noch nicht so ganz fertig. Und dann haben wir hier noch eine 3BT mit einem Länderbahnzug hinten dran. Ein Blick in Kronwerk, unser Abzweigbahnhof beim Treffen. Dann nochmal im Standbild die E77, die umgebaute Schwarzbach. Die nächsten beiden Bilder sind Ulrich Franz gewidmet, den ich aus der Epoche 1 und 2 Gruppe kenne, der mir hier dieses Ladegut zugeschickt hat, weil er es nicht mehr brach und Possendorf brach ja Stroh und Heu. Allerdings habe ich kleinere Wagen, auch fürs Fremdtreffen ist das natürlich top. Passt leider nur in den Vierachser oder in den Rocco Rungwagen, der naja nicht so ganz exakt ist für die erste und zweite Epoche. Ja, das ist halt. Also möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken, dass das so. Ja, hier können wir haben wir nochmal die Rampe im Hintergrund, den Erbauer von Schwarzbach. Da wir outen ja immer mal Personen hier in unseren Videos. Der also auch einen Kanal betreibt, der Obererzgebirgische Aussichtsbahn. Ich hoffe, dass ich das jetzt richtig gesagt habe. Dass der also auch immer mal erwähnt wird bei immer schlecht gelaunt, weil der auch viel druckt. Ja, zum Abschluss nochmal eine Ausfahrt oder eine Durchfahrt durch Possendorf. Das ist ja ein Video, was wir jetzt beim Schlesischen Gebirgsbahn Mario gesehen haben. Also wir haben ja eine gemeinsam so eine Kamera, die wir, also ich habe ihm da erstmal einen Vortritt gelassen. Und ich musste auch, wie man sieht, im Hintergrund, ich musste ein bisschen schneiden, weil die Lok auch immer mal stehen geblieben ist. Also so, wie gesagt, das ist ein Testtreffen. Ja, ich weiß auch nicht, eventuell wäre ich hier aus diesen ganzen Mitfahrten oder aus dieser ganzen, das sind ja insgesamt glaube ich 40 Minuten Fahrt, werde ich eventuell mal einen Livestream machen. Das hängt aber davon ab, wann die restlichen Sequenzen da beim Schlesischen Gebirgsbahner kommen. Ich hatte ihm ja versprochen, dass er da den Vortritt hat. Und das müssen wir dann mal schauen. Aber das ist mal so als Idee, dann kann ich dann hier die ganzen Betriebsstellen, die Strecken, kann ich alles ein bisschen kommentieren. Und ich denke mal, das ist jetzt nicht die allerschlechteste Idee. Ein Livestream ist ja immer da für einen Kanal eine schöne Sache. Ja, hier nochmal das Signal, in dem wir gerade vorbeigefahren sind. Ein sächsisches Länderbahnsignal, leider mit einer sehr missverständlichen, mit einem missverständlichen Signalbild. Das liegt einfach daran, dass es noch nicht so ganz fertig ist. Ein bisschen was bauen. Ja, und mit dem Bild möchte ich mich verabschieden. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ich muss gerade grinsen, weil da noch so ein Gesicht auftauchte. Einen schönen Abend und macht was draus. Ich hoffe, es hat euch gefallen.